Herzlich willkommen zum Livestream der Heiligen Messe an Ostermontag aus Roxheim. Wir beginnen gleich mit Lied Nummer 779. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Frohe Ostern, Halleluja, der Herr ist wahrhaft auferstanden, Halleluja. Auch wenn wir heute den berühmten Tag danach haben, Ostern gilt immer noch und erst recht, ja, bis Pfingstsonntag dürfen wir uns frohe Ostern zusagen. Denn die Botschaft des Lebens, eine Botschaft, die wert ist, immer wieder ausgesprochen zu werden, gerade dann, wenn eben das Leben beschwert ist. Ostern, das größte, wichtigste Fest im ganzen Kirchenjahr, weil ohne Ostern kämen wir als Glaubensgemeinschaft nicht zusammen. Ja, Ostern, eine Zusage, oftmals auch ein Trotzdem und erst recht. So feiern wir heute Morgen auch das erste Sterbeamt für unseren verstorbenen Herrn Josef Karst, dem wir morgen Nachmittag um 14 Uhr hier in Roxheim das letzte Geleit geben werden. Herr, gib ihm und all unseren Verstorbenen die ewige Ruhe. Herr, lass sie alle ruhen in deinem Frieden. Amen. Wir feiern das Leben in so mancherlei Symbolik, wie die Osterkerze mit ihrem Licht vom Leben kündet, wie das Osterkreuz geschmückt ist,
ja, wie das Wasser des Lebens, das Osterwasser, das wir jetzt noch segnen wollen. Herr, allmächtiger Vater, höre auf das Gebet deines Volkes, das deine großen Taten gedenkt. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch wunderbarer erlöst. Du hast das Wasser geschaffen, damit es das dürre Land fruchtbar mache und unseren Leib reinige und erquicke. Du hast es in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Durch das Rote Meer hast du dein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit und in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. Im Bild des lebendigen Wassers verkündeten die Propheten einen neuen Bund, den du mit den Menschen schließen wolltest. Durch Christus hast du im Jordan das Wasser geheiligt, damit durch das Wasser der Wiedergeburt sündige Menschen neu geschaffen werden. Segne, Herr, dieses Wasser, damit es uns ein Zeichen sei für die Taufe, die wir empfangen haben. Gewähre, dass wir teilhaben an der Freude unserer Brüder und Schwestern, denen du in dieser österlichen Zeit die Gnade der Taufe geschenkt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Herr Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Kyrie, Kyrie, eleison. Herr Jesus Christus, den Frauen und deinen Jüngern erschienen. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Herr Jesus Christus, auferstandener Herr, in unserer Mitte gegenwärtig. Kyrie, Kyrie, eleison. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er nehme alles von uns, was uns von ihm und untereinander trennt, und er führe uns alle dereinst zum ewigen Leben. Amen. Nummer 781, die erste und dritte Strophe. Lasset uns beten. Gott, du Herr allen Lebens, durch die Taufe schenkst du deiner Kirche Jahr für Jahr neue Söhne und Töchter. Gib, dass alle Christinnen und Christen hier im Leben dem Sakrament treu bleiben,
damit dass sie im Glauben empfangen haben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Jesus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, der Nazoräer, einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die ihr durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Voraussetzen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagte über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge, und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen. Denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus. Er gab ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Nummer 831. Amen.
geschlossen mit meinem Erwählten und David meinem Knecht geschworen, auf ewig, ewig deinem Haus festen Bestand. Und von Geschlecht zu Geschlecht gründe ich deinen Thron. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde, und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben, musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis,
brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, liebe Jungen und Mädchen, Schwestern und Brüder, heute schon jemand in den April geschickt worden? Der 1. April geht dies Jahr vielleicht ein bisschen unter durch den Ostermontag, ja. Der 1. April, die Tradition, Leute in den April zu schicken, ist schon seit ungefähr 400 Jahren belegt und Hinweise gibt es sogar schon länger. Und Leute so mit Scherzen, manchmal ein bisschen in den Wahnsinn zu treiben, hat schon in der Antike auch Tradition gehabt. Und da gibt es ja echt kuriose Meldungen. Klar, manches erkennt man sofort, das kann nur ein Scherz sein. Und anderes versteckt sich so ein bisschen. Zum Beispiel hat vor ein paar Jahren eine Zeitung gewarnt vor dem chemischen Stoff Dihydrogenmonoxid. Klingt ziemlich gefährlich, gell? Dihydrogenmonoxid. Das ist etwas, das gibt es in Kernkraftwerken. In jedem Tumor im Körper ist es drin. Und wenn wir es in die Lunge bekommen, kann man dran ersticken. Das ist Wasser. H2O. Dihydrogenmonoxid. Aber klingt mal dramatisch, gell? Oder vor Jahren am 1. April gab es dann in einer Fußgängerzone eine Stadt, eine Aktion. Da waren dann so Bilder von pelzigen Tieren und da wurden dann Unterschriften gesammelt für den Schutz der Polyester, die ihr Leben lassen müssen für die Wintermantelproduktion. Die Leute haben scharenweise unterschrieben. Die armen Polyester, die da sterben müssen. Die armen Kunstfasern. Ja, manches ist auch so, dass wir Menschen es gerne glauben wollen, weil es einfach schön klingt. Und anders ist es so skurril, das kann nicht wahr sein, das muss deswegen wahr sein. Und ja, manche April-Nachricht, die dann später als eigentlich April-Scherz entlarvt wird, gibt Menschen, die halten immer noch dran fest. Weil es so schön ist oder weil es so sinnvoll klingt. Deswegen die Warnung, also ich wäre auch vorsichtig mit Dihydrogenmonoxid, das kann gefährlich sein. Aber auch eben nicht. Auch wenn zur Zeit Jesu und dem Heiligen Land die Tradition des April-Scherzes so noch nicht bestanden hat, so mag es für die Jünger doch teilweise wie ein April-Scherz geklungen haben, und zwar ein sehr schlechter, als die Frauen vom Grab kamen und ihnen erzählt haben, da waren Engel und haben uns gesagt, er ist auferstanden. Wie ein schlechter Scherz, eben in dieser Situation der Trauer. Und da gab es die einen, die eben dann selbst losgegangen sind zum Grab, um zu kontrollieren, ob das auch so ist. Und andere gehen einfach weg. Wie Kleopas und der andere namenlose Jünger, von denen wir heute im Evangelium gehört haben. Und das sagen sie Jesus auch, als er unerkannt mit ihnen geht. Die Frauen haben uns dort auf den Arm genommen. Was total Verrücktes, Bescheuertes erzählt. Unmöglich. Weg. In der Trauer wollen wir bitte auch ernst genommen werden und nicht noch veralbert werden. Denn die Trauer lässt sich ja auch nicht so einfach wegscherzen. Und solche Sätze wie, ja, die Zeit heilt alle Wunden, Quatsch. Tut sie nicht. Und gerade nicht in der akuten Situation des Abschieds, in all dieser Grausamkeit des Karfreitags. Und so sind eben diese beiden Jünger auf dem Weg weg. Weg von der Trauer, weg von diesem Ort des grausamen Geschehens, aber genauso auch weg von diesem Veralbertwerden. So nicht. Und Jesus geht mit ihnen mit und er erklärt ihnen alles.
Aber dann merken wir eben, wie so oft im Leben, man kann alles erklären und trotzdem verstehen wir es nicht oder wollen es nicht immer annehmen. Argumente reichen nicht immer so weit. Es braucht da etwas mehr. Das ist wie wenn man zurückdenkt, als wir alle Kinder waren oder alle Eltern in der Runde, die Kinder haben, wenn das Kind hinfällt, sich das Knie aufschlägt. Das bringt nichts dem Kind zu sagen, das wird dir schon wieder von selbst alles gut, gell, das ist ja gar nicht so schlimm. Nein, was wirklich hilft, ist, das Kind in den Arm zu nehmen, drauf zu pusten, ein Pflaster drauf zu machen und gegebenenfalls noch Heile, Heile Gänschen zu singen, ohne Ironie. Das hilft wirklich. Vernunftgründe zu sagen, da muss kein Pflaster drauf, da muss frische Luft dran, hilft nicht. Und die Argumentation, so schlimm ist es doch gar nicht, auch nicht. Es braucht diese Zuwendung, es braucht die Tat, die wirklich auch körperlich spürbar ist. All die Argumente sind hinfällig. Und wir können so schön und so wohlfeil reden, wie wir wollen, wenn es dann nicht irgendwie auch spürbar, nahbar wird, alles dahin. Ja, so geht es damals den Jüngern. Und sie fühlen sich zwar durchaus ernst genommen von diesem unbekannten Wanderer an ihrer Seite, aber wirkliches Erkennen, Verstehen will sich noch nicht einstellen. Und dann kommt eben dieses bewusste Tun, dieses spürbar machen. Jesus redet nicht nur, er handelt und er tut es so, wie es für ihn wohl ganz deutlich immer erkennbar war, als er das Brot bricht. Da erkennen sie ihn. Und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen, ja, es kann gar nicht anders sein. Und es war kein Aprilscherz. Und das lässt sie losgehen. Ja, in unserer Zeit, da wir vom Denken her viel aufgeklärter sind, klingen viele Glaubenswahrheiten auch lächerlich, lustig, skurril. Das macht uns gerade aber auch deswegen anfragbar und wir dürfen dadurch erst recht auch sagen, es ist wahr. Weil wir zum einen auf das Zeugnis derer vertrauen dürfen, die eben seit damals es immer weiter getragen haben. Und wir dürfen auch darauf vertrauen, dass wir selbst Erlebnisse haben oder Menschen uns daran teilhaben lassen an Erlebnissen, die zeigen, dieser Glaube ist kein leeres Gerede, auch wenn er manchmal skurril klingt und manchmal wie eine chemische Formel, Dihydrogenmonoxid oder wie auch immer. Da ist nicht alles erklärbar, verständlich, muss auch nicht sein. Aber etwas annehmen zu können, was eben unser Hier und Jetzt übersteigt, finde ich wunderschön und tröstlich. Nicht um etwas wegzureden, das wird schon wieder, sondern ganz klar uns eben gleichsam auch vom Auferstandenen in den Arm nehmen und trösten zu lassen. Ja, viele Menschen zweifeln, weil vieles zu skurril, absonderlich ist und vieles für Menschen zu sehr nach Aprilscherz klingt. Aber ich glaube dran, ohne Scherz. Amen. Wir singen das Emmauslied, es findet sich zum Beispiel im Kursilio-Liederbuch unter der Nummer 166. Oder in der Kirche auf dem Liedblatt heute. Zwei Jünger gingen voll Not und Zweifel, traurig war ihr Gesicht. Doch da kam Jesus und sprach mit ihnen, und plötzlich wurde es Licht. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist. Bleibe bei uns, o Herr. Deine Wege
wie du mich leitest, kann ich oft nicht verstehen. Doch weil du mitgehst und um das Ziel weißt, will ich sie gern mit dir gehen. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist. Bleibe bei uns, o Herr. Was uns dein Wort sagt, ist klar und deutlich. Täglich sprichst du zu mir. All mein Reden, mein Tun und Denken zeigt herzlich wenig von dir. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist. Bleibe bei uns, o Herr. Doch weil wir dein sind, mit Leib und Leben, komme, was immer mag. Wir mögen fallen, in Nacht verzagen, bei dir ist Hilfe und Tag. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist. Bleibe bei uns, o Herr. Jünger gehen, weil Not und Zweifel, traurig ist ihr Gesicht. Doch da kommt Jesus und spricht mit ihnen, und um sie leuchtet sein Licht. Bleibe bei uns, weil es Abend wird. Bleibe bei uns, o Herr. Bleibe bei uns, weil es dunkel ist. Bleibe bei uns, o Herr. So lasst uns Fürbitte halten. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das Leben siegt über den Tod. So beten wir zu ihm, dem auferstandenen Herrn und Gott. In Trauer und Hoffnungslosigkeit gehen die beiden Emmaus-Jünger aus Jerusalem weg. Wir beten für alle, die vom Leben enttäuscht sind und für sich keine Perspektive mehr sehen. Auferstandener Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Unerkannt tritt Jesus an ihre Seite, wird zum Weggefährten und deutet ihnen die Schrift. Wir beten für alle, denen es an Unterstützung und Begleitung mangelt und alleine mit ihren Sorgen, Problemen und Fragen dastehen. Auferstandener Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Am Abend bitten die beiden Jesus, bei ihnen zu bleiben. Wir beten für alle, die sich nach menschlicher Nähe und Geborgenheit sehnen und mit sich selbst überfordert sind. Auferstandener Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Beim Brechen des Brotes erkennen die Emmaus-Jünger Jesus. Wir beten für alle, denen es am täglichen Brot fehlt und hungern nach dem Ende der Not und Erfüllung. Auferstandener Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Nachdem sie Jesus erkannt haben, kehren sie zurück nach Jerusalem. Wir beten für alle, die die frohe Botschaft in die Welt tragen und so Freude und Hoffnung teilen. Auferstandener Herr und Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Auferstandener Herr und Gott, mache auch unser Herz brennend wie das Herz der Emmaus-Jünger. Denn unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung Nummer 325
und zum Sanctus Nummer 734. 325, 734. Lasset uns beten. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir erhaben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, im und überall zu danken. Diesen Tag aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen.
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen nicht die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, dreimal heilig bist du. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan, unseren Weihbischöfen Robert, Jörg, Michael, Franz Josef und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen
und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Schließen heute Morgen in unser Gebet ein im ersten Sterbeamt Josef Karst, im Jahrgedächtnis Klaus Niemann und Gedenken der Verstorbenen Hildegard und Wolfgang Eckes und der Verstorbenen der Familien Jörg und Schneider. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns zur Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Schlage ein, einander diesen österlichen Frieden zu wünschen. Nummer 743. Amen.
Seht und erkennt im gebrochenen Brot, es ist Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Christus ist vom Tod erstanden, er stirbt nicht mehr. Gebrochen ist die Macht des Todes, Halleluja. Christi.
Nummer 781. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns durch die österlichen Geheimnisse auf den Weg des Lebens geführt. Lass deine Gnade in uns mächtig werden, damit wir uns deiner Gaben würdig erweisen und unseren Weg zu dir vollenden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Ausgang werden hinten noch Ostereier verteilt, die jetzt noch gesegnet werden. Alle Augen warten auf dich, o Herr, du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und erfüllst alles, was lebt, mit Segen. Christus ist unser Osterlamm, Halleluja. Darum kommt und haltet Festmahl, Halleluja. Lasset uns beten. Herr, du bist nach deiner Auferstehung deinen Jüngern erschienen und hast mit ihnen gegessen. Du hast uns zu deinem Tisch geladen und das Ostermahl mit uns gefeiert. Segne diese Ostereier und sei auch bei unseren österlichen Mahl in den Häusern unter uns gegenwärtig. Lass uns wachsen in geschwisterlicher Liebe und in der österlichen Freude und versammle uns alle zu deinem ewigen Ostermahl, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Am Ausgang wird außerdem noch ein Herz verteilt. Das heißt so schön im Emmaus-Evangelium, brannte uns nicht das Herz. Und von Herz und Liebe, aus der heraus Jesus gehandelt hat, handelten auch die Karen Ostertage, die wir in Hagesheim besonders für Kinder und Familien gestaltet haben. Ein ganz herzliches Dankeschön allen, die zur Feiergestalt der Gottesdienste in Karen Ostertagen beigetragen haben. Ein besonderer ausdrücklicher Dank unserem AKJF, im Arbeitskreis für Kinder, Jugend und Familien, der dies auch in besonderer Weise erst so möglich macht, die dort mitarbeiten, die viele Stunden und viel Herzblut damit einbringen. Das ist was ganz, ganz Besonderes. Ah, mein Osterwitz fehlt ja auch noch, genau. Okay. Für alle, die ihn noch nicht kennen, für die anderen zur Wiederholung. Ein altes Mütterlein, das immer regelmäßig treu und stets den Rosenkranz gebetet hat, und daheim ganz viele Bilder von der Mutter Gottes mit dem Jesuskind auf dem Arm hatte, stirbt und kommt in den Himmel. Eines Tages geht es zu Petrus und sagt, Petrus,
mir geht's dir hier gut, aber ich habe so einen Wunsch. Ich würde mal gern die Mutter Gottes treffen und ihr eine Frage stellen. Petrus sagt, dass wir den treffen, kriegen wir hin, da gibt es so Gruppenaudienzen, das mit der Frage musst du dann selber regeln. Gut, kurz drauf ist es soweit, das alte Mütterlein geht hin und es ist einfach nur wunderbar. Die Mutter Gottes ist noch schöner, als man sich's vorstellen kann, noch liebenswerter, als man es gedacht hat. Sie geht zu allen hin, schüttelt die Hand, hat für alle ein schönes, gutes Wort. Als sie bei dem Mütterlein ankommt, sagt das Mütterlein, ach Mutter Gottes, ich würde dich mal gern was fragen. Da hat die Mutter Gottes gar kein Problem, ich begrüße alle, dann komme ich wieder zu ihr. Gesagt, getan, sagt das Mütterlein, Mutter Gottes, ich habe immer ganz viel Rosenkranz gebetet und habe ganz viele Bilder von dir daheim gehabt, wie du da bist mit dem Jesuskind auf dem Arm. Aber eines wollte ich schon immer mal wissen und dich fragen, warum lächelst du nie so wirklich auf diesen Bildern? Da entgleisen der Mutter Gottes die Gesichtszüge. Sagt sie, da kann ich in der Öffentlichkeit nicht drüber reden. Komm, wir gehen mal nach nebendran. Gehen sie in ein Nebenräumchen, Mutter Gottes guckt, dass alle Türen und Fenster verschlossen sind und sagt dann, ja weißt du, ich bin ja schon sehr stolz auf den Jesus, was der alles gemacht hat. Die Wunder, die Predigten, ja, Auferstehung, Ostern, und dass sie alle hier im Himmel sein können, das ist ja schon toll. Oder damals bei der Geburt, die Umstände waren ja alles andere als einfach. Der weite Weg von Nazareth nach Bethlehem, bis sie dann den Stall gefunden hatten. Und dann ist ja zum Glück doch alles gut gegangen bei der Geburt. Und als ich dann den Jesus in den Händen gehalten habe, war ich schon froh. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich habe ich mir ein Mädchen gewünscht. Gucken Sie sich bei der Mutter Gottes Darstellung daheim an. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das erheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn, Halleluja. Halleluja. Nummer 782.
Schön, dass Sie beim Livestream dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen schönen Ostermontag und eine gute Zeit.